Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich mal nach langer Zeit ein Food Haul und es ist auch kein besonders großer Food Haul, also jetzt nicht so wie die früheren Food Hauls, wo wir fast mal eine halbe Stunde da saßen. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten, die ich gekauft habe und es ist auch nicht nur ausschließlich Food. Also ich war bei Lidl und ich war kurz bei Aldi, aber das meiste Zeug ist doch von Lidl. Und ich fange mal an mit zwei großen Getränkedingern. Einmal hier so einer großen 1,5 Liter Apfelschorle-Flasche von Freeway, das ist die Eigenmarke von Lidl und ja, ich trinke den Apfelschorle davon echt gern, der ist sehr, ja, gut eigentlich, also ich trinke generell ganz gerne mal Apfelschorle, nicht jeden Tag, aber einfach ab und zu sehr gerne und ich finde den sehr gut und ja, dann habe ich auch von VitaFit Orangensaft mitgenommen, ist auch so ein sehr großer Pack, der hält einfach sehr lange und ist, finde ich, ergiebiger, als wenn man dauernd so kleine Dinger kauft und ich mag den sehr gerne. Ich weiß jetzt die Preise nicht mehr, denn ich habe den Kassenzettel nicht mehr, aber Lidl ist auch nicht besonders teuer. Von daher, ja, ich glaube, der war auch im Angebot für 1,39 oder sowas, was ich völlig in Ordnung finde. Damit mache ich mal weiter mit zwei Dingen, die relativ schnell in den Tiefkühlschrank wieder müssen. Und zwar Rinderhackfleisch, das habe ich bei Aldi gekauft. Das ist pures Rind. Ich denke, ihr wisst, dass ich immer nur pures Rinderhackfleisch kaufe. Einfach aus dem Grund, weil es mir besser schmeckt und weil es halt fettarmer ist und ja, aber ich liebe Hackfleisch. Von daher ist bei mir Hackfleisch eigentlich fast immer in jedem Einkauf mit dabei, weil ich es einfach super gerne esse und ja, genau. Ich habe damit vor, was im Blätterteig zu machen. Das will ich morgen machen. Ich bin noch nicht ganz genau sicher, was. Ich werde mal ein bisschen rumgoogeln, was es so für spezielle Rezepte gibt, was man mit Blätterteig und Hackfleisch machen kann, aber ich dachte mir, es sei was Cooles und irgendwo habe ich es schon mal gegessen und ja, also wie gesagt, ich liebe Hackfleisch und ja, ich nehme eigentlich immer das hier. Dann bei Lidl habe ich noch gekauft so 12 Chicken Nuggets und auf die bin ich erst durch die Beauty Dynamite hier auf YouTube aufmerksam geworden, weil die hat die mal in ihrem Video erwähnt und hat gesagt, dass die am ähnlichsten sind wie die Filme von McDonald's und ich finde, das stimmt eigentlich schon, also sie sind schon relativ nah dran und ja, hier ist noch so ein Sweet Chili Dip dabei, aber den benutze ich nie, weil der mir nicht schmeckt, aber ich finde die einfach sehr gut und ich finde die wirklich lecker. Nicht ganz so lecker wie die Chicken Wings bei McDonald's, aber die sind schon relativ gut und ja, ich mag die einfach sehr gerne. Dann habe ich zwei Sachen noch bei Aldi gekauft und zwar so, also die Firma an sich heißt Reiner, die Pikante. Das sind solche, so rum, das sind so Paprikasalamis, die ich sehr gerne esse. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die heißen jetzt einfach nur feurig und scharf mit Peperoni. Die Pikante nennen die sich. Und ich esse die sehr, sehr gerne. Hinten könnt ihr es nochmal ein bisschen besser sehen. Und ja, habe ich zwei mitgenommen. Habe ich auch immer gern daheim. Und wie gesagt, esse ich sehr gerne. Und ja, sind vor allen Dingen auch schöne, dünne und leichte Scheiben. Also nicht so was Fettiges. Da achte ich auch drauf, wenn ich Salami esse, dass sie nicht fettig ist. Und genau. Dann nochmal zwei Wurstsachen und zwar die sind wieder von Lidl, von Dulano Royal Hähnchenbrust. Nehme ich mir auch immer zwei oder drei Päckchen mit und die esse ich extrem gerne und auch sehr häufig. Und das, hier steht auch Spitzenqualität, hauchdünn geschnitten und hier steht auch garantiert nur Hähnchenfleisch. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Ihr könnt es hier sehen, es ist sehr fein, sehr eine sehr gute Qualität und ich finde die sehr, sehr lecker und bin damit immer sehr zufrieden und kaufe die mir immer, immer wieder nach, weil ich sie, wie gesagt, sehr lecker finde und auch selten was auszusetzen habe, denn ich bin jemand, der schon was dagegen hat, wenn da so rote und so rote Stellen drin sind. Das passiert da auch mal, aber es passiert definitiv seltener als bei anderen Marken und von daher gehe ich gern zu Lidl und kaufe die eben. Genau, jetzt kommt nur noch Lidls Zeug. Was ist das denn hier? Das sind so französische Milchbrötchen. Huch, die habe ich das erste Mal mitgenommen. Aber die sahen einfach ganz gut aus und ich finde, davon hat man auch sehr, sehr viel. Und ich finde die einfach ganz lecker, um morgens so damit zu frühstücken. Und ja, ich mag so Hefe-Zopfartiges Zeug ganz gerne und ja, finde ich echt lecker. So, dann kommt jetzt noch eine letzte Food-Sache und dann noch ein paar Nicht-Food-Sachen. Ich habe mir wieder nachgekauft das Deluxe-Öl-Knoblauch. Ich liebe das total. Also ich bin so froh, dass sie das immer noch im Sortiment haben und ich brate damit einfach so gerne Sachen an, insbesondere auch Hackfleisch, was ich euch eben gezeigt habe, brate ich damit so gerne an, weil es dann so richtig diesen Knoblauchgeschmack bekommt und ich habe es auch schon meinen Favoriten gesagt, da habe ich euch nämlich auch ein leeres davon gezeigt. Ich mag es einfach sehr gerne und
Ich mag auch diesen Knoblauchgeschmack sehr gern. Wer das natürlich nicht mag, ja, doof, aber ich mag es sehr gern und deswegen kaufe ich es immer wieder nach. Und ich bin damit einfach so glücklich. Ich liebe auch schon diesen Knoblauchgeruch. Also schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Knoblauch mögt oder ob ihr total anti seid. Und ja, dann komme ich jetzt noch zu drei Beauty-Produkten sozusagen. Einmal einer sehr coolen Seife, und zwar ist es einfach so eine Handseife, die nennt sich Pfirsichgarten. Garten, ich bin schon Englisch, Garten, ein Pfirsichgarten, so, und die hat hier so ein ganz cooles Muster, was mir sehr, sehr gut gefällt und bin da echt ganz überrascht auch von diesem schönen Duft. Der ist schön frisch und blumig auch, aber nicht so extrem, und man riecht wirklich diesen Pfirsich raus und finde ich cool. Also war auch nicht besonders teuer, ich glaube 79 Cent oder so, und kann man auch nichts sagen. Dann habe ich noch ein Shampoo und ein Duschgel gekauft. Eigentlich brauche ich das ja nicht mehr, weil ich ja so viel Zeug habe, aber die riechen sehr, sehr gut. Und ich bin mit diesem Cien Duschgel schon sehr gut klargekommen. Das hatte ich nämlich schon mal, das Sky Orange oder Orange Sky. Und das Beste daran, finde ich wirklich, ist der Geruch und dass es pH-hautneutral ist. Also wirklich toll. Ich finde, jedes Duschgel sollte pH-hautneutral sein, denn meine Haut verträgt einfach andere Duschgele nicht so gut, und dadurch, dass die auch sehr günstig sind, ich glaube 95 Cent kosten die, bin ich damit einfach sehr, sehr zufrieden, und dieser Duft ist wirklich gut und sommerlich, und wie es der Name schon sagt, Orange Sky, es riecht toll. Also wenn ihr mal beim Lidl seid, dann riecht da bitte mal an den Sachen. Und genauso toll riecht auch das Fruity Day Shampoo Kraftwunder. Ja, das habe ich auch nur wegen dem Geruch mitgenommen. Hier steht es: Dufterlebnis und Glanz für ihr Haar. Also das ist auch absolut Wahnsinn. Es riecht wirklich schön zitrisch und so ein bisschen nach Kiwi, was hier auch abgebildet ist. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass ich es mitgenommen habe, obwohl ich es eigentlich nicht brauche und obwohl es eigentlich nicht für meine frisch kolorierten Haare ist. Aber so einmal die Woche, denke ich, kann ich das schon benutzen. Und ich liebe diesen Duft einfach. Ich bin duftsüchtig, und wenn irgendwas gut riecht, dann bin ich irgendwie gezwungen, es mitzunehmen. Und ja, das war jetzt schon der Haul. Ich will gar nicht mehr so viel außen rumlabern, weil, wie gesagt, das Hähnchenzeug und das Hackfleisch muss es auch wieder eingefroren werden. Und ja, von daher, genau, ich wollte euch noch ganz kurz die Kette zeigen, wo ich euch in meinem letzten Haul gezeigt habe. Diese Elefantenkette habe ich heute an. Und ja, wollte euch nur ganz kurz zeigen, total Wayne, aber ja. Gut, ich würde sagen, ich schließe das Video jetzt hier ab. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, sowas Kleines, anderes dazwischen, so foodmäßig halt. Und genau, schreibt mir, ob ihr Knoblauch mögt. Das finde ich mal ganz interessant. Also ich liebe Knoblauch, und ja, alle Knoblauchliebhaber, bitte einen Daumen hoch für dieses Video. Okay, dann noch einen wunderschönen Tag. Ciao!